Bonjour Bissomme, es ist ein Klassiker im Kulturerbgut von Elsass. Der Film «Der Herr Meer», der 1939 ganz auf Elsassisch gedreht wurde, nach einem Theaterspiel von Gustav Stoßkopf. Der Verein «Les Amis vom Herr Meer» will den Film jetzt restaurieren. Für das bräuchte es Geld. Wir treffen die passionierten Mitglieder. Sind sie reingekommen, getanzt und so rum da und haben sich noch einer gestellt, die war. Und der Herr Meer ist noch rausgekommen und hat sie begrüßt. Die Geschichte ist die vom Film «Der Herr Meer», wo während einem Dorffest stattfindet. Oder besser gesagt, die vom Dreh von einem Film im August 1939 in nur ein paar Tagen. Unter anderem in dem Bürohof von Eckwärschen. Da oben haben sie gefilmt und so von da oben. Und auch, das sind jetzt die Exterieure, die Szene. Und noch die innere Szene, die haben sie in Paris gefilmt, im Studio Montsouris. Ich bin Gesundheit und das recht gut am Sehen auf dem Mastihit, gell? Da haben sie schon ein paar andere Filme gehabt, in Elsass, Ami Fritz und so, aber in Französisch. Und das ist nur der erste Film gewesen, wie in Elsassisch gewesen ist. Eine Rarität also, wo kurz vor dem Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg gedreht wurde. Die Mama vom aktuellen Besitzer vom Hof hat Selmuls als Figurant mitgespielt. Das ist eine Fête de plusieurs jours geworden. Das ist nicht gerade nur zwei Fotos gemacht worden. Ja, wir sind da gewesen, weil wir ein bisschen reprochiert haben, dass wir einen Film machen, kurz vor dem Krieg. Aber sind wir auch selber gewesen im Krieg. Es hat auch rien changé. Der Film ist während der Drôle de Guerre zusammengeschnitten worden, vor dem Frühjahr 1940. Ein Kontext, wo die Schauspieler daran gehindert hat, den Film zu sehen. Und darin die kleinen Sänger von Hochstadt. Mein Grossbruder, der Jean-Jacques, das ist der kleinste der Bande. Und nebenan ist der, der später mein Schwager wurde, der Romain. Alle sind in den Krieg gekommen. Und fünf sind zurück aus Russland. Und noch im Krieg ist das alles vergessen worden. Und in 1989 habe ich den Film gesehen in Straßburg. Der Romain, der Jean-Jacques. So hat er sich für einen Film interessiert, der vom Theaterstückel von Gustav Stoßkopf inspiriert war. Voilà, alors là, c'est l'affiche de la première du Herr Meer. Le dimanche 27 novembre 1898. Im Werk vom elsässischen Autor handelt es sich um zwei Tester von einem Dorfbürgermeister während der deutschen Besetzung am Ende des 19. Jahrhunderts. Sie wollen auswählen, wenn sie heiraten, aber natürlich ist der Herr Meer nicht einverstanden und es gibt noch Molière-artige Personenverwechslungen. Wie die Filmadaptierung beim Theaterautor angekommen ist, erzählt uns sein Enkelsohn im Familienhaus und Museum in Brümt. On a des témoignages de lettres qui montrent qu'effectivement il avait apprécié cette adaptation. Je pense qu'il a vu le film à Paris au début de janvier 1940 avec son fils. Mais je pense que mon père n'appréciait pas ce film. Et ce qu'il n'aimait pas dans ce film, c'était l'épilogue patriotique. Ein französisches Liedl, das dem historischen Kontext zwischen den Weltkriegen passt. Für diesen außergewöhnlichen Film wieder ins Licht zu bringen, haben die Herrschaften den Verein «Les Amis du Herr Meer» letztes Jahr gegründet. Ihr Ziel, Geld zu sammeln, für das Werk zu restaurieren. Parlons des sous-titres. Qui bouffe l'image. Et avec une meilleure traduction, parce que là, les sous-titres sont très bons. Das Problem mit dem Untertitel ist, es ist schlecht übersetzt. Super Pastetl haben sie übersetzt. Pâté au jus in Französisch und Mariknäpfle sind Boulette de Moelle. Der Verein hat alte Kopien vom Film gefunden, manche per Zufall im Keller von einem Sammler. Die müssen jetzt in einem Pariser Laboratorium verarbeitet werden. Da gibt es einen ganz neuen Film. Und nun kann man ihn zeigen in der Mediathek, in der Schule, in der Altersheim und bei allen Leuten, die für das sind 100'000 Euro nötig. Der Verein kriegt Subventionen dafür, bräuchst aber noch Geld. Er hat eine Kollekte lanciert auf der Internetseite Hello Asso. Änder als in den Kines gehen, lädt sich unser nächster Gast Lever ein Fußballspiel an. Dana Richmann, 90 Jahre alt, ist mit uns bei Frach oder Fresh.
Ich bin Trishmanana von Chiran. Ich wurde 90 Jahre alt. Und ich bin gern in der Natur. Gehe gern an meinen Fußball, den verrobe ich nicht immer. Und bin froh, wenn sie alles gewinnen. Wie tust du die Spieler unterstützen? Ja, ich brille aber mal nein, wenn sie müde sind. Und ich kann aber auch mal so, ich tolle, macht mir so etwas. Ja, ja, gut so. Und singst du euch? Als Lied habe ich von ihnen alles die Serie gern. FC Chiran, du bist mein Verein. Für dich will ich gewinnen, wenn alle Sohn mir spinnen. Hoppla, fertig, langts. Bist du frech oder frech? Ich bin nicht frech und nicht frech. Ich bin aber couragiert. Ich nehme nicht alles an. Wenn ich im Rechten bin, kann ich meine Antwort geben. Deine größte Qualität? Das Kochen. Und deine größte Fehler, Anna? Was für einen Fehler habe ich an? Ich habe keinen Fehler.